So, die Peak-Technometer-App, die können wir einfach aus dem App Store laden. Da ist sie verfügbar für alle Apple-Geräte. Wenn wir die App heruntergeladen haben, dann öffnen wir sie natürlich, schalten unser Peak-Tech-Multimeter ein, das Peak-Tech 3445. An dem Multimeter müssen wir noch die Bluetooth-Funktion aktivieren. Das wird dann auch über eine kleine Bluetooth-Schnittstelle im Display dargestellt. In der Peak-Tech-Meter-App, da gehen wir dann auf Connect Device. Er sucht alle Bluetooth-Geräte in der Nähe, die verfügbar sind. Da ist natürlich auch unser Peak-Tech 3445. Wenn wir da einmal drauf getippt haben, baut er eine Verbindung auf. Wir sind hier im Widerstandsmessbereich. Die Prüfspitzen sind nicht zusammen. Dementsprechend sagt er OL und zeigt es auch hier an. Ich kann ja jetzt einmal die Prüfspitzen zusammenhalten und schauen, wie sich das Bild verändert. Sagt er 0,2 Ohm. Das passt doch. Nehme ich sie wieder auseinander, ändert sich auch die Anzeige wieder. Man kann das Ganze auch aufnehmen mit der Record-Funktion. Dazu kann man hier einen Recording-Namen eingeben und auf Save gehen, dann fängt er an, die Messwerte aufzunehmen. Oder wir können einzelne Funktionen des Messgerätes hier über auch fernsteuern, zum Beispiel die Max-Min-Funktion aktivieren, die Messfunktion umschalten zwischen Widerstand, Diodenspannung bzw. den Messbereich ändern, die Relativwertfunktion benutzen oder die Peak-Funktion benutzen. Das geht natürlich nicht, wenn ich die Relativwertfunktion aktiviert habe. Oder natürlich einfach Data holt, dass die Messdaten in der Anzeige festgehalten werden.